Hallo und herzlich willkommen zu Dully TV spielt Monster Hunter World. Eine neue Folge, ein neuer Spaßinhalt. In der letzten Folge haben wir ja den dicken, fetten Baros, Baroth, wie auch immer man ihn nennt, zu Boden gestreckt und ihn geil gelootet. Denn Loot ist das, was wir wollen. Begib dich sofort zur Wildturmödnis. Und jetzt machen wir uns auf den Weg zur Wildturmödnis, zur nächsten Mission. Ist das nicht ein Träumchen? Ein sehr schönes Träumchen. Neue Quest bekannt machen. Aufgaben. Ja, das wohl. Unheimliche Schatten im Sumpf. Ein junger Gelehrter wurde in der Wildturmödnis von seiner Eskorte getrennt. Finde ihn und bring ihn zurück. Zur Basis. Schalte große Monster aus, die eine Bedrohung darstellen. Oha! Die Beschreibung der Mission lässt ja schon mal vermuten, dass wir hier was richtig Geiles auf uns zukommen lassen. Gutschein nutzen. Ich habe bis jetzt noch nicht einmal Gutschein genutzt. Ach, die spare ich mir noch auf. Die spare ich mir noch auf. So machen wir das. Aber bevor wir hier in die Mission racen, nehmen wir nochmal kurz den Aufzug. Und mittels dieses Aufzugs befördern wir uns in die Kantine. Ach ja, herrlich. Monster Hunter ist auch einfach ein geiles Gamechen. Wir nehmen uns mit Geld bezahlen, weil wir haben Cash. Wir haben richtig Cash am Start. Und wir nehmen Verteidigung hoch, Angriff hoch, Elementwiderstand hoch. Ich glaube, Angriff hoch. Das ist die Wahl. Los, Kätzchen. Macht mir Fisch. Wo ist der Fisch? Yoshi 0310 fragt, wann Rocket League wieder kommt. Kommt. Ja, weiß ich noch nicht. Wenn ich wieder Bock drauf habe. Also ich habe Bock auf Rocket League, aber gerade habe ich deutlich mehr Bock auf Monster Hunter World. Denn es ist ein geiles Game und macht einfach Hanno Fun. Denn es ist das beste Spiel des Jahres. 2012. Einfach ein geiles Game. So, ich muss mal kurz aus der. Okay, suchen wir den Gelehrten. Er muss eine Spur hinterlassen haben. Da musste ich mal kurz die Technik checken. Aber funktioniert alles. Sehr gut. Einen Gelehrten. Wir müssen einen Gelehrten retten. Dafür schauen wir erstmal in unsere Truhe, was wir uns Geiles bekommen haben. Geilen Schmuh, nehmen wir alles mit. Hast du noch zu erzählen? Deine Eskorte sagt, der Gelehrte habe was Interessantes gesehen und sei in den Sumpf gerannt. Mein Großvater hat mir immer vor dem kaum bezähmbaren Enthusiasmus der Gelehrten gewarnt. Ja, diese Gelehrten. Studenten, nicht wahr? Stimm. Okay. Wir wollen. Erstmal nehmen wir dich hier mit. Letzte Schnetzel. Zack! Alle. Ziegen. Was auch immer du bist. Hättest du da mal nicht so rumgestanden. Denn. Raut nehmen wir auch mit. Beere nehmen wir mit. Dann schauen wir mal, wo wir hin müssen. Wo wir hin? Nein. Vorne. Irgendwo. Irgendwo in den Sumpf auf jeden Fall. Reiten wir mal ganz cool den Berg runter. Hier, ja, das sieht doch irgendwie nach Sumpf aus, oder? Wie sieht das nach Sumpf aus? Mir auch eine Spur. Huch. Moment mal, was ist das da? Na, was ist das da? Warte, warte! Was ist mit den Spähkäfern los? Hier. Noch mal was? Ne, das war einfach nur eine Lehmkröte. Ah, toll. Du bist gelähmt. Du kannst nur warten, bis es wieder vorbei ist. Okay, damit hätten wir auch geklärt, was passiert, wenn man gegen eine Lehmkröte tritt. Man ist gelähmt. Wer hätte das gedacht? Hier rumliegen? Ein totes Etwas. Da war, okay.
klebriger irgendwas gelump. Also wir haben hier irgendwas im Sumpf, was uns ganz gefällt. Huch. Was noch was? Ah. Noch ein Buch? Ja. Was denn? Oh 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 oh, hab das ge- Oh, was denn? Fisch? What the fuck, okay. Der größte Fisch der Welt. Den fangen wir uns jetzt. Na? Komm. Geht nicht. Kann da nicht fangen. Und nicht. Dann lassen wir das. Okay, irgendwas hat uns Bock jetzt anzugreifen. Wenn ich das richtig sehe. Da. Du das, was mich angreifen will? Achso, hier. Fische mit Fischen. Geilen Fischburger gemacht. Ja, wenn die hier so unverhohlen mich versuchen anzugreifen, dann greife ich zurück an. Einfach mehr Bock. Schön. Einmal Schweifi Schweifi. Dann geht das weiter. Nochmal eine Spur. Für dieses alte gespaltene Dorn. Kann ich irgendeinen Rücken von etwas? Da was? Okay. Mysteriös, mysteriös. Spuren führen ins Wasser. Ist das der Gelehrte? Woneben sitzt er da? Sieht aus wie ein... ein Barot? Okay, okay, jetzt bin ich mal gespannt. Also ein Barot haben wir ja in der letzten Folge gesehen, das ist ja so ein riesen Ding gewesen. Er darf mich nicht finden. Er darf mich nicht finden. Ich hab ihn gesehen. Oha. Okay. Irgendwas hat einen Barot gekillt. Nein. Der Juratodos, der hat den Barot nicht getötet. Das war... Oh, okay. Heftig. Heftiges Wassermünsterchen. Jetzt wollen die rum und lauf. Meine Güte. Oh oh. Fischmon. Juranotrotonus. Okay, ich muss den Giratonus nachladen. Sei vorsichtig! Okay. Nicht in seine Code reinlaufen. Wichtig. Seine Spur noch eben mit, wenn die hier schon rumliegt. Dann. Oh, geil, so ein Fischmonster. Das ist schon ganz cool. Hack. Hack. Knappen. Komm grad nicht so richtig an ihn ran. Thank you.
Schwert. Action. Aber das ist aber auch ein ekliges Gelumpf hier. Komm. Und jetzt, komm. Wir wollen da rein. Oh nein! Jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet. Okay, ich bin in Ohnmacht gefallen. Okay. Schwieriges Münsterchen. Da müssen wir nochmal ran. Wissen ist der beste Angriff und die beste Verteidigung. Lies im Monsterlexikon alles über deine Gegner nach. Okay. Wir uns eben eine Ration noch rein. Ein bisschen mehr Ausdauer haben. Dann wieder ab zum Sumpf. Okay. Einmal ohnmächtig geworden. Geht ja noch. Das Wichtige ist auf jeden Fall, dass man nicht in diese Klumpen reinläuft. Erst wenn sie fest sind, damit man da drauf laufen kann. Okay, komm her. Komm her. Slimy Monster. Ich will seinen Schwanzen haben. Fast. Oh nein. Ich verwechsel gerade so ein bisschen die Kothaufen mit dem festen Erdhaufen. Okay, aber schwer ist der nicht. Man muss ein bisschen aufpassen. Ich hab was abgebrochen. Schädel, glaube ich. Schwert. Was daneben? Nochmal Schwert. Komm, schön aufladen jetzt. Den Hunden. Und jetzt rein mit dem Gelump. Wir sehen, es ist aufgeladen. Und rein. Go. Bams. Das hat gesessen auf jeden Fall. Erstmal wieder an Land. Ich muss außen rum. Ich bin gerade zu viel Wasser um mich rum. Too viel Water. Ich bin Flachkörper mit. So, ich hab doch hier gerade irgendwas von ihm abgebrochen, oder? Da, ja. Die Dornenkapsel ist eine mächtige Schleudermunition. Greife dort an, wo sie feststeckt, um stumpfen Schaden zu verursachen. Okay. Na, komm her. Bulsch. Hau da ab. Nee. Das dürfen wir hier nicht durchgehen. Schwierig. Schwieriger Gegner. Nicht, weil er schwer ist per se, sondern eher, weil er schwer zu bekämpfen ist. In diesem Territorium. Legt er sich schlafen hier oder was macht er hier? Oh. Ah, wo ist er? Da. Der hat gesessen. Aua. Oh nein. Ja, jetzt ist natürlich dumm. Muss hier ganz schnell weg. Erste Hilfe. Los. Komm, noch ein. Dann zieh ich noch rein. So, den Stein kriegt er nicht kaputt. Scheiße, den kriegt er auch kaputt. Oh.
das Gefühl, ich falle gleich wieder in Ohnmacht, wenn ich hier so weitermache. Ja. Fuck it! Das ist der erste Gegner, der mir wirklich Probleme macht. Ich komme mit diesem Wasser nicht zurecht. Shit. Okay. Nehmen wir denn da mal was? Ich glaube, da brauche ich ein bisschen andere Ausrüstung. Elektruhe, was haben wir denn da? Ich muss erstmal weg drauf. Gegengift brauchen wir auch nicht. Drei Cups auch. Okay, weg, weg, weg. Wir nehmen mit eine Schockfalle. Dann nehmen wir noch ein Megatrank mit. Davon ziehen. Dann. Ja, das sollte erstmal reichen. Das sollte erstmal reichen. In dieser Vorbereitung racen wir jetzt mal los. Versuchen ihn zu legen. Kann nicht so schwer sein. Und ansonsten heißt es, probieren geht über studieren. Noch eine Runde. Aber ich sag, wir schaffen das jetzt. Ich kämpfe aber auch lieber im Hellen, ne? Also so im Dunkeln, das ist ja so meins. Oh, da haben wir übrigens den Barot. Diesen Gelump hier. Schön immer alles aufsammeln. Da ist er doch. Ich hab nichts zum Werfen. Ich hab nichts zum Werfen. Ha, da hat er sich erschrocken. Da hat er sich erschrocken. Zack, komm, nochmal, komm. Komm, 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 komm. Geh wieder auf den Stein. Na, komm da raus. Boah, geil, schön den Kopf gebrochen. Und wieder in den Kopf, komm. Go, 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 go. Bam! Ja, das hat gut gemacht. Oh, jetzt ist er richtig sauer. Oh, fuck. Ja, komm. Komm zu mir. Komm dann. Das war knapp. Das war knapp. Zack, geil. Geiler Jump gewesen. Immer schön auf den Kopf vorne. Ah, das war. Ja, ja, du sagst es so leicht, mach es einfach nochmal. Den Schleifen. Oh, oh, oh. Und Schwert. Zieht aber auch ordentlich ab, ey. Ja, los.
Was ist deine Mission? Was geht er da jetzt gerade? Okay, man muss auf jeden Fall versuchen, immer ein Land zu kriegen. Und rein. Ja, das ist gut. Das ist gut. Jetzt geht mir die Ritze. Und raus. Okay, er ist angeschlagen, sehr gut. Der haut ab. Jetzt so schnell nicht leer. Doch. Na, komm. Boah, das war knapp. Okay, haben wir Zeit zum Wetzen? Ja, haben wir Zeit für. Wird eng, aber wir haben Zeit für. Und rein. Komm. Du hast so keinen Bock mehr. Ach du Huren! Haut der hier die ganze Zeit ab? Nee, komm mal, bleib schön da! Den Trank reinziehen. Ist egal, dass es ein Megatrank war. Ah, wo bist du? Bin ich da hinten? Ach doch. Da liegt er doch, okay. Rockfalle? Okay, geht nicht. Wir machen das jetzt einfach. Ja, Mann, geil. Boah, ey, was ein Fight. Ich weiß, es ist nur ein Anfangsmonster, aber für mich war das jetzt echt ein krasser Fight. Boah, das war geil. Das hat Spaß gemacht. Wow. Ey, komm, das war ein geiler Fall. Du brauchst die Schockfalle gar nicht. Direkt reingehauen, den alten. Wird schön gelootet. Nice. Und ihr wisst, was jetzt kommt. Siegesgeheul. Siegesgeheul. Ah, geil. Ja komm, was können wir noch mitnehmen? Das hier, das kriegen wir noch mit. Geile Mission. Die hat Spaß gemacht. Hier noch was? Ja, da nehmen wir auch noch mit. Ein Reizpilz. Das hier, auch noch einer. Irgendwas am Wegesrand noch, was wir noch mitnehmen können. Oh, nach getaner Arbeit erstmal zurücklehnen. Geil. Hyarandotus Schuppe. Ach komm, ich lese das nicht alles vor. Wir haben auf jeden Fall Loot bekommen. Und Loot? Jäger Rang 4. Geilo Schmeilo. Weicher Vorgang. Ach, geil. Das war gut. Das hat gut getan. Kommt alle her. Wir können sofort beginnen. Okay, Cutscene. Dank euch wissen wir jetzt mehr über die Spuren, die überall auf dem Kontinent aufgetaucht sind. Unsere Forscher haben Prognosen erstellt, die uns aufzeigen, wohin der Sora Magdaros als nächstes geht. Er hat Kurs auf die große Schlucht genommen. Die große Schlucht? Korrekt. Daher habe ich einen Vorschlag für euch. Wir sollten versuchen, den Sora dort einzufangen. Sind Sie verrückt geworden? Einfangen? Lasst mich ausreden.
Das Terrain der Schlucht eignet sich perfekt dafür. Eine bessere Chance werden wir nicht bekommen. Hey, hört sich gut an, sagt der Koch. Wenn wir diese Chance nicht nutzen, müssen wir vielleicht 10 Jahre auf eine neue warten. Womöglich länger. Ist es überhaupt möglich? Und wenn nicht, würde dich das aufhalten? Probieren wir es aus. Mit der Unterstützung der Fünften haben wir die besten Chancen. Dann ist es beschlossene Sache. Bevor wir Jäger zum Fang losschicken, müssen wir zuerst Astera sichern. Ein Anjana zeigt Aktivitäten in der Nähe. Mit so einem Monster spielt man nicht. Wir brauchen einen Plan. Du hast recht. Jäger, hier ist eure nächste Aufgabe. Kümmert euch um diesen Anjanat. Aber seid vorsichtig. Der Anjanat ist ein furchterregendes Monster. Ein Fehler und ihr seid Futter. Kommandant, darf ich? Ich glaube, ich habe eine gute Idee. Na dann raus. Jäger, ich könnte deine Hilfe brauchen. Okay. Noch etwas. Dieser beunruhigende Bericht, den wir erhalten haben. Ninja-Bericht. Meinst du, du könntest... Ja. Sehr gut. Machen wir uns an die Arbeit. Wir müssen einen Drachenältesten fangen. Wegtreten. Geil. Heftige Motivationssprache. Geil. Wir sollten uns vielleicht anhören, was der Chefbotaniker zu sagen hat, bevor wir okay, loslegen. Okay, Chefbotaniker, was hast du uns zu sagen? Das möchte ich jetzt gern hören. Obwohl, ich muss erst mal ein Schwein streicheln. Bacon, wo bist du? Bacon. Da, da ist Bacon. Ich habe ihm nämlich schon ein neues Kostüm geholt. Ich streiche mich kurz. Yippie, es mag mich. Und weißt du was, Bacon? Nimm dich jetzt mit. Du kommst mit zum Botaniker. Los. Vielleicht gibt es beim Botaniker ein neues Kostüm für dich. Wer weiß. Warte, ich stelle dich erstmal schon mal hier hin. Weil ich glaube nämlich, hier war das. Ah, findest du da was? Okay, es ist einfach mal eingeschlafen. Fucking Bacon! Okay. Tja, da hast du es. Der Anjanat hat es in sich. Du solltest dich also gut vorbereiten. Jetzt zum Geschäftlichen. Ich habe dich gerufen, weil wir hier in der botanischen Forschung ein kleines Problem haben und auf deine Hilfe angewiesen sind. Wir entwickeln hier die botanischen Forschung Spezialwerkzeuge, die wir botanischen Forschung Spezialwerkzeuge, die wir gerne zur Standardausrüstung für alle Jäger machen würden. Aber dieser Toby Kardashi ist übrigens auch mit den Kardashians verwandt. Im Wald hat all unsere Versuchten zunichte gemacht. Die nötigen Materialien zu sammeln, kannst du dich darum kümmern. Aber natürlich doch. Hier, nimm das. Es ist das erste Werkzeug, das dich fertigstellen könnten. Warte mal, das wir fertigstellen konnten. Ich hoffe, es wird dir helfen. Wir haben noch mehr davon. Geil. Arbeite ist jetzt der so hart, M okay? Von James Bond. Ich meine Q. Aber nur, wenn du dich um unser kleines Problem kümmerst. Danke und viel Erfolg. Vielen Dank auch dir. Gilly-Mantel. Oh, ein Tarnmantel? Spezialwerkzeug sind Kleidung und Ausrüstung, die dir praktische Fähigkeiten verschaffen. So sorgt beispielsweise die Gilly-Mantel kurzzeitig dafür, dass Monster dich nicht sehen können. Haha, das gucken wir uns doch an. Wie geht das? Ja, okay. Dann, was muss ich dann drücken? Gar nichts? Ach da, okay. Siehst du? Gilly-Suit. Kennen wir doch alle von PUBG, Mann! Was muss ich dafür drücken? Spezialwerkzeuge müssen ausgerüstet und dann als Objekte benutzt werden, damit ihre Effekte aktiviert werden. So, sie können zwar beliebig oft benutzt werden, benötigen aber nach jeder Benutzung eine Ruhezeit. Die Effekte deiner Ausrüstung, Spezialwerkzeuge kannst du mit dem Menü. Okay, bla bla bla. Sehr gut. Cool, ey. Ja, das war doch mal eine geile Folge, würde ich sagen. Ist die Jagd eines Tobi Wir haben ein Fischmonster gekillt. Wir haben ein Ghillie-Suit bekommen. Und das alles in einer kurzen, knappen Folge. Geilo Schmeido. Deshalb vielen Dank fürs Zusehen. Das war eine neue Folge. Duel TV spielt Monster Hunter World. Seid auch nächstes Mal wieder dabei, wenn es heißt, wir töten Monster, die es verdient haben. Und streicheln Schweine. Oh oh. Ich glaube, es wäre besser, wenn wir uns jetzt küssen. Warum? Wir kommen zum Ende. Seht ihr? Oh mein Liebling. Also, ist das gut? Oh mein Liebling. Nach einem großen Ende aus. Oh!